Stell dir vor, du könntest jeden Tag mit Klarheit, Ruhe und einem starken Gefühl der mentalen Selbstbestimmung beginnen. Die Fähigkeit, dich selbst in gesunder Weise zu führen, wird die Qualität deines Lebens und deiner Arbeit erheblich verbessern. Auch dann, wenn du nicht als Führungskraft unterwegs bist. Lass uns heute besprechen, warum kompetente Selbstführung in unserer von Wandel und Schnelllebigkeit geprägten Zeit immer wichtiger wird. Herzlich willkommen zum Podcast Innerlich frei von Manuela Seckler. Die Idee der guten Selbstführung als solcher ist zwar uralt und wurde von vielen Philosophien und Weisheitstraditionen für eine gelingende Lebensführung empfohlen. Aber gleichzeitig ist das Thema super modern. Im 21. Jahrhundert wird es aufgrund der immer komplexer werdenden Welt auch immer wichtiger, dass wir verantwortungsbewusst an unserer eigenen Entwicklung arbeiten. Und zwar im Hinblick nicht nur auf berufliche Entwicklung, sondern auf das ganze Leben. Keine Sorge, das muss überhaupt nicht den Stress ausarten, ganz im Gegenteil. Verantwortungsbewusst an der eigenen Entwicklung zu arbeiten, bedeutet vielmehr, so zu leben, dass es dir und anderen auf längere Sicht wirklich gut geht. Dass du dich zum Beispiel Step by Step immer mehr in die Richtung bewegst, die dich zu Zielen bringt, die du dir davor im Hinblick auf das, was dir wirklich wichtig ist im Leben, gut reflektiert hast, die dein Herz erfreuen und die sich im Bereich des prinzipiell Erreichbaren bewegen. Natürlich geht es bei guter und gesunder Selbstführung auch nicht nur um unsere Ziele im Sinne eines Wohin und um unseren Lebenssinn im Sinne eines Wofür, sondern auch ganz alltagspraktisch darum, in unserer Arbeit, in unseren Beziehungen sowohl ein guter Mensch zu sein, als auch darum, dass wir nicht ausbrennen. Dazu gehört heutzutage natürlich auch ganz super wichtig, einen Fokus halten zu können und sich nicht den Tag von den unzähligen Ablenkungen, vor allem in Form von Social Media, zerstückeln zu lassen. Selbstführungskompetenz ist eine aus meiner Sicht vielfach unterschätzte Schlüsselqualifikation für uns alle in unserer immer komplexer werdenden Welt, in der feste äußere und innere Leitplanken fehlen. In ganz besonderer Weise gilt dies für Menschen in Führungspositionen, bei denen eine kompetente Selbstführung sich auch unmittelbar auf ihre Funktion der Führung anderer auswirkt. Nicht umsonst lautet ein berühmt gewordenes Bonmot eines bekannten Managementberaters: Wer sich nicht selbst führen kann, kann auch niemand anderen führen. Sich selbst in guter und verantwortungsvoller Weise führen und regulieren zu können, ist leider auch und mitunter gerade in diesem Bereich aus unterschiedlichsten Gründen keine Selbstverständlichkeit. Die Palette reicht von verantwortungsloser Selbstüberschätzung und Gier bis hin zu quälenden Selbstzweifeln und dem oft unberechtigten Gefühl, der Führungsaufgabe nicht gewachsen zu sein. Gerade bei der zweiten Gruppe gibt es so viel Potenzial, dass es zu fördern gilt. Während zugleich ein hoffentlich schnell voranschreitender Kulturwandel hin zu einer menschlicheren und nachhaltig kompetenteren Unternehmenswelt Selbstüberschätzung und Gier immer mehr der Vergangenheit angehören lässt. Wenn wir an dieser Stelle schon bei der Arbeitswelt sind, schauen wir doch im Hinblick auf das Thema Selbstführung auch einmal kurz darauf, wie Führungskräfte die Selbstführung ihrer Mitarbeitenden fördern können, was ja ein Anspruch moderner Führung ist und entsprechend auch schon als Superleadership bezeichnet wurde und wird. Dabei ist erstens wichtig zu verstehen, dass Selbstführung im Unterschied zu bloßem Zeitmanagement den ganzen Menschen in den Blick nimmt und sich nicht nur mit formalen Abläufen und der Organisation von Arbeitszeit befasst. Zweitens versteht sich eine moderne Führung aus gutem Grund vor allem als Leadership, weil sie mehr die Vorbildfunktion der Führungskraft in den Vordergrund stellt. Ein Grund mehr, also neben dem Eigeninteresse an einer gesunden Selbstführung für die Leader selbst, für ihr eigenes gutes Leben und ihren nachhaltigen beruflichen Erfolg, auf eine gute Selbstführung und Selbstfürsorge zu achten. Ihr eigener mentaler Zustand ist demnach ja nicht nur wichtig für ihre eigene Leistung und dem, wie sie ihren Aufgaben und ihrem Leben gewachsen sind, sondern zugleich stehen sie auch diesbezüglich als Vorbild für ihr Team.
An dieser Stelle ein positives Beispiel, wie moderne Führung bzw. Leadership bzw. Superleadership im Hinblick auf die berufsbezogene Selbstführung von Mitarbeitenden gestalten werden könnte. Die Marketingmanagerin Julia spricht in Meetings offen über ihre früheren beruflichen Herausforderungen und auch Misserfolge und ermutigt ihr Team, eigene Lösungen für bestimmte Aufgaben und Arbeitsabläufe zu entwickeln. Sie fördert so eine Kultur des Miteinanders, der Selbstverantwortung und nicht zuletzt auch des kreativen Denkens. Dieses Beispiel hat jetzt vor allem auf die Vorbildfunktion einer Führungspersönlichkeit im Hinblick auf die jeweilige Selbstführung der Mitarbeitenden im beruflichen Kontext betont. Das ist gut und wichtig. Doch egal, ob nun im beruflichen Kontext oder auch in allen anderen Lebensbereichen einschließlich unserer Beziehungen, geht es bei einer gesunden Selbstführung neben den positiven Auswirkungen vor allem um persönliche Entwicklung, einer gesunden Selbstfürsorge, gelingende Beziehungen und schlussendlich damit um wirklich nachhaltigen Lebenserfolg und Lebensglück.